Hallo Jens. Hallo Regina. Na, das sieht schön aus hier, oder? Wir sind nämlich in Karakol. Das ist ehemals größtes Maya-Reich. Und die Zeit war hier so von 500 vor Christi bis so ins 7. Jahrhundert nach Christi. Und irgendwann 500 paar Zerquetsche, 36 glaube ich, kam ein Herrscher an die Macht. Und der hat in 10 Jahren, oder dem ist es in 10 Jahren gelungen, Tikal einzunehmen. Und damit war der mächtigste Maya-Herrscher überhaupt. Ja, heute ist nicht mehr ganz so viel übrig davon, aber noch jede Menge Stufen, die wir hochsteigen können, um uns die alten Tempel anzuschauen. So, hier sind wir am Zentralplatz der Maya-Stätte. Hier gibt es einen großen Tempel und da wollen wir gleich mal oben hochgucken. Der andere ist hier hochgelaufen. Hier ist ein Plateau. Ich stehe auf einer. Hier drüben ist auch eine. Und hier geht es runter. Drei Treppen bis ganz unten. Und da drüben ist auch eine. Und Karakol befindet sich mitten im Dschungel. Hört man ein paar Brüllaffen. Muss eine ganze Horde sein. So, da drüben steht Regina. Oho. Muss gleich wieder alles runtersteigen. Jetzt musst du da auf den Opfertisch. Wie die hier hochgekommen sind, frage ich mich. Das waren ja kleine Leute. Und hier so Treppen. Ist ja schon groß. Ist ja schon steil. Hier. Wie die hier Hier so. geht's in den Keller. Hoch. Oh, da geht's in den Keller, sagt der Jens. Ja, musst du dir mal anschauen. Ja, ich komme. Sieht ein bisschen gruselig aus. Ui. Geht's einfach Sieht man so das? rein. Ach du je. Ich geh mal gucken. Wie weit kommen wir denn da runter? Weiß nicht. Das ist ja Wahnsinn, ne, dass wir hier so rumlaufen Das dürfen. steht jetzt schon seit 2000 Jahren, das wird jetzt bestimmt nicht einfallen. Nee. Hier runter. Okay. Ah, hier ist aber matschig. Ach du Scheiße. Das ist Und? aber eine ganz kleine Kamera. Ja, vielleicht ist das ein Grab. Vielleicht, ich guck mal. Gehen wir ins Grab. Boah. Wow. Elefanten, die hier bestimmt drin Was stehen, man also hier ich kann machen nicht darf. sehen. Hast du eigentlich eine Taschenlampe dabei? Nee, die brauchst du nicht. Handylicht vielleicht. Ich dachte zum Filmen hier. Ah ja, du stehst hier. Stehst du? Ja. Man sieht aber nur bis dann jetzt. Also geht nicht weiter, ne? Nee. Das Ende. Sieht ja aus wie ein Grab, ne? Ich denke, na ja. Oder eine Kühlkammer oder was auch immer. Weiß ich nicht. Naja, Interessant. komme ich wieder raus. Ja. Da leben schwarze Vögel mit gelber Schwanzfeder in so merkwürdigen herunterhängenden Nestern, die sie von unten besteigen. Jedenfalls können die gut musizieren, diese Vögel. Ja, viele Stufen geht's rauf auf die Tempel. Anstrengende Sache mit 40 Grad. Und so sieht es hier oben aus. Bei dem hier. Ein großer Hauptraum. Und hier sehen wir zum ersten Mal Löcher in den Wänden. Also hier gab es schon Fenster, auch wenn sie klein sind. Hier gibt es einen Raum und der ist interessant. Der hat eine eingebaute Klimaanlage. Und zwar einen Schlitz in der Wand. Und wenn die Luft hier so reinzieht, denke ich mal, hat so funktioniert. Hier ist die Luft rein. Warme Luft steigt hier auf, also kühle rein. Und hier sind oben an der Wand Öffnungen.
kurz unterm Dach. Also ist natürlich kein Dach mehr da, aber da ist wahrscheinlich die warme Luft dann raus. Clever, diese Maya. Ja, schon interessant. Damals haben hier 150.000 Menschen gelebt. Kann man sich gar nicht vorstellen. Also eine richtig große Stadt. In Tikal zum Vergleich waren es 100.000 Menschen, also auch sehr viele. Also schon nicht ohne. Ja, wo die wohl alle gehaust haben, kann ich mir zwar heute nicht mehr so richtig vorstellen. Das muss alles ein bisschen anders ausgesehen haben, aber ist schon beeindruckend.